herzlich willkommen beim Nachhaltigkeits-ABC. Ich bin Jenny von Filmgrün und ich teile Tipps und Tricks für mehr Nachhaltigkeit im Alltag. Und wir sind bei Gewi Garten angekommen. Genau, und weil ich gerade auch erst Erfahrung sammle im Thema Balkon, Garten, Gemüse selber anbauen, habe ich mir jemanden eingeladen, der noch mehr weiß als ich und da schon viel mehr Erfahrung hat, und das ist Benny von Seedbomb. Ja, hallo zusammen. Seedbomb City, entschuldige. Oh ja, stimmt. Wir reden so oft übereinander und miteinander, dass ich das irgendwie immer mehr abkürze. Ja. Deswegen Benjamin Graf von Seedbomb City, willkommen. Dankeschön für die Einladung. Sehr gerne. Danke, ja, dass du hier bist. Aber den Fehler machen ganz viele. Also es ist, dass sie dich abkürzen? Ja, ich weiß nicht, woran es liegt, aber es, okay, es ist so. Magst du ein bisschen von dir erzählen und von Seedbomb City? Ja, gerne sogar. Also heute ja das Thema Gewi Garten. Ich habe selber auch einen Garten hier in Moabit in Berlin. Mhm. Und es ist ein Gemeinschaftsgarten. Aber gegärtnert habe ich eigentlich schon immer, also ganz früher so, also das Gärtner habe ich von meinem Opa sogar gelernt, weil das war ein leidenschaftlicher Gärtner. Und dann habe ich mich auch vor, wann war es? Ende 2015 habe ich dann angefangen sozusagen. Die Idee gab es schon ein bisschen vorher, dass ich sage, so ein bisschen Guerilla Gardening, man pflanzt Sachen in der Stadt. Oh, die erste Aktion war sehr spannend, wo ich dachte, oh, ich mache was Illegales und so. Und ich bin ganz schnell raus, irgendwas eingebuddelt und ganz schnell wieder ins Haus so ungefähr. Also jeder, der es zum ersten Mal macht, fühlt sich wahrscheinlich so. So, oh nein, ich begrüne die Stadt. Das kann... Ja, es ist offiziell nicht erlaubt. Es ist offiziell nicht erlaubt, das stimmt. Und dann habe ich Ende 2015 halt Seedbomb City schon gegründet. Und letztendlich so richtig losgelegt habe ich jetzt erst im Oktober letzten Jahres. Und wir rollen ganz viele diese Seedbombs. Mhm. Ich weiß nicht, ob alle die da erkennen. Ah, ja. Hast du welche da? Nee, du hättest welche mitbringen können. Ah. Ich habe Seedpilz, aber die müsste ich jetzt suchen. In der Küche waren welche, glaube ich. Aber echt? Ja. Naja. Auf jeden Fall sind das Kugeln, die bestehen aus Erde, Ton und Saatgut. Und wenn es dann regnet, die saugen sich dann voll mit Wasser. Und dann wachsen Blumen draus. Oder... Verrückt. Oder Kräuter. Oder was anderes. Oder was anderes. Oder was anderes. Weiß es nicht. Ich habe auch schon Anfragen von Sachen gekriegt, die sind auch nicht so ganz legal gewesen. Aber sowas mache ich natürlich nicht. Was hat denn Garten und Balkon, was hat das mit Nachhaltigkeit direkt zu tun? Also so direkt weiß man, ja gut, Gemüse soll bio sein, aber so weiter darüber hinaus, wie hängt das zusammen? Also ich finde schon, dass Gärtnern sehr nachhaltig ist, weil der Garten ist ja meistens im unmittelbaren Umfeld deines Zuhauses. Ja. Das heißt also, dass du keine weiten Transportwege hast. Also das ganze Gemüse, was wir teilweise, teilweise ist das ja auch in den Bioläden auch so, dass das Gemüse, wenn nicht Saison ist, dann gibt es trotzdem Gemüse, vielleicht aus Israel oder irgendwelche Süßkartoffeln aus Südamerika. Und na klar, also wenn man einen eigenen Garten hat und sich, okay, man kann sich wahrscheinlich nicht, oder man kann sich nicht zu 100% aus dem eigenen Garten selbst ernähren. Also da bräuchte man eine Riesenfläche wahrscheinlich. Ich habe ja gestern meine ersten Balkonkartoffeln aus der Erde rausgebuddelt, war mega stolz und dachte, okay, davon werde ich satt. Eine Mahlzeit wahrscheinlich. Eine Mahlzeit, ja. Ja. Aber letztendlich, du gehst raus, du kannst ernten und du hast keine Transportwege. Ja, Transport, und du weißt, was du zum Beispiel auch gemacht hast. Also wenn du jetzt zum Beispiel Dünger einsetzt, kannst du natürlich einen ökologischen oder einen organischen Dünger nehmen. Und na klar, auch wenn jetzt Lebensmittel ein Biosiegel haben, dann weiß man auch, dass es Bio ist. Aber den eigenen Garten, da kann man echt bestimmen, was rauskommt und was nicht. Okay, und da, wo du es jetzt gerade ansprichst, was rauskommt und was nicht, also das heißt ja, man, da gibt es viele Dinge, die da nicht raufkommen sollten. Ja. Was ist das zum Beispiel? Also jetzt der Klassiker, wo man jetzt sagt, so zum Beispiel bei der Unkraut sozusagen Vernichtung. Beseitigung. Sagt man das? Beseitigung, Vernichtung? Ich glaube, Unkraut und Vernichtung werden sehr oft in einem Zusammenhang genannt. Ja, und Unkraut ist eigentlich kein Unkraut. Also man kann ja auch viele Unkräuter essen eigentlich. Also das ist wie beim Müll, weißt du? Müll ist das, was man draus macht. Und ich glaube, Unkraut ist auch das, was man draus macht. Genau. Zum Beispiel Brennnesseln, ne? Ja, kann man. So ganz lange immer als Unkraut abgetan. Und dann gibt es jetzt, die Nachhaltigkeitsszene ist dann voll mit Rezepten für Brennnesseltee und Brennnesselsalat. Oder ins Gebäck mit reinbacken, oder eine Brennnessel-Lasagne kann man auch machen. Ich habe es noch nie gemacht, aber kann man machen. Kann man machen. Ja. Was man nicht machen sollte, auf jeden Fall, ist
mineralische Dünger zum Beispiel. Also es gibt ja so diese typischen Dünger, die man im Baumarkt kaufen kann. Man schmeißt viel rauf und alles wächst gut. Ja. Es ist an sich nicht schädlich, aber letztendlich sind auch diese mineralischen Dünger sozusagen endlich und irgendwann sind sie aufgebraucht. Ah, also okay. Da gibt es verschiedene Meinungen zu. Der eine, also Phosphor, die genauen Zahlen habe ich nicht, aber zum Beispiel Phosphor reicht vielleicht noch für 100 Jahre und was anderes vielleicht noch 200 Jahre. Aber man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass diese konventionelle Landwirtschaft, die auf diese mineralischen Dünger sozusagen aufgebaut ist, so nicht weitergehen kann. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt so Thema Urban Gardening, das ist ja schon so ein Trend, der sich total abzeichnet, oder? Also hast du auch das Gefühl und die Rückmeldung, dass das immer hipper wird? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also vor allem in Berlin und wahrscheinlich auch in Hamburg und diesen ganzen so, naja, ich sag mal, hippen Großstädten, das ist auf jeden Fall ein Trend. Ich finde, auch wenn wir jetzt sagen so, okay, jetzt haben wir unsere 10 Kartoffeln geerntet, das ist ja lächerlich im Prinzip. Es ist, sie sind so schön, sie sind so wunderschön. Am liebsten will ich sie in die Kamera halten. ich hole sie mal. Okay, alles klar, dann erzähle ich weiter. Letztendlich ist es so, dass Urban Gardening auch in vielen Ländern echt auch eine Bereicherung ist und auch zur also zur Selbstversorgung auch echt da ist. Also das hat man zum Beispiel, das sind die Kartoffeln. Das sind noch nicht alle. Guckt sie euch an, die sind echt, oh, sogar noch mit Erde und so. Das ist ja sehr Ja, jetzt habe ich schmutzige Hände. Dreck. Dreck. Nee, ich spiele jeden Tag mit Dreck. nee, in Ägypten ist das zum Beispiel sehr wichtig gewesen, dass die Familien zum Beispiel oben auf den Dächern ihre Kartoffeln auch angebaut haben. Ah, okay. Oder jetzt zum Beispiel jetzt in Syrien, also es herrscht Krieg, die Lebensmittelversorgung ist katastrophal. Die Leute werden teilweise auch eingekesselt, sozusagen ausgehungert. Und da gibt es sogar auch eine Initiative. Zum Beispiel The 15th Garden gibt es, die hauptsächlich auch in Berlin, glaube ich, sitzen. Und die versuchen halt auch Saatgut nach Syrien rein zu schmuggeln. Wer das Saatgut hat, hat die Macht. Ja, also wenn später mal irgendwie sozusagen, also wer das Saatgut hat, kann einfach den Preis bestimmen. Dann kostet die Kartoffeln, also heutzutage ist ja alles billig, aber wenn jemand das Saatgut hat, dann kann er einfach sagen, ja, die Kartoffeln kosten dann das Kilo 10 Euro und Leute müssen es kaufen. Also wenn wir sozusagen, aber da kommen wir später nochmal zu. Ja, da kommen wir später nochmal zu. Ich glaube, so wenn wir über Lösungen an, was können wir als Verbraucher und als Gärtner und Balkoninhaber tun? da würde ich jetzt nochmal zu den Fehlern eingehen, die gemacht werden. Jetzt nochmal konkret. Zum Beispiel, das weiß ich, als ich jetzt vor 2 Jahren, wir haben 2 Balkone, 2 kleine und ich wollte die irgendwie super toll bepflanzen und ich bin im Baumarkt und habe dann gesehen, es gibt nur eine Erde, wo drauf steht ohne Torf und vom NABU, mit dem NABU-Siegel bedruckt sozusagen. Ja. Und als Verbraucherin dachte ich, NABU-Siegel, gute Sache, Torf scheint nicht so toll zu sein, dann kaufe ich das jetzt. Ja. Und das habe ich dann immer mal gelesen, aber erklär bitte nochmal, was Torf ist und warum das nicht gut ist. Also Torf entsteht, es gibt verschiedene, also es gibt auch verschiedene Torfarten, aber Torf entsteht letztendlich in unseren Mooren. Und die Moore sind teilweise Jahrtausende alt, teilweise Jahrhunderte alt. Also da gibt es unterschiedliche Kategorien, sage ich mal so. Und es ist im Prinzip auch ein Rohstoff, der genauso wie Kohle oder Öl halt über einen längeren Zeitraum aufgebaut worden ist. In diesem natürlichen Umfeld. Also Torf entsteht immer da, wo sich dann viel Wasser ansammelt, das ist irgendwie organisches Material, also Bäume oder Blätter sozusagen unter dieser unter der Wasseroberfläche sind, abgeschlossen vom Sauerstoff und dann entsteht halt Moor. Was du alles weißt. Ja, ich habe Geografie studiert. Er hat Geografie studiert. ein bisschen aufgepasst habe ich schon. Und warum wird dieses Torf dann in Erde angereichert? Weil es gut für Pflanzen ist. Ja, es speichert auf jeden Fall das Wasser schon mal ganz gut. Es ist auch von der Struktur her, dass sozusagen die Erde ein bisschen luftiger wird, also dass auch Luft an die Wurzeln der Pflanzen kommen kann. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es ist auch ein Kostenfaktor, es ist relativ günstig. Ah,
Also, Oh ja, okay. dass man einfach sagt, anstatt vielleicht jetzt Kompost mit einzuarbeiten, nimmt man einfach das Torf. Okay, und das wäre dann, also wenn Torf nicht in der Erde ist, kann die Erde trotzdem gut sein. Es sind dann einfach andere Komponenten, die ähnliche Eigenschaften dann haben. Ja, Darauf können wir später nochmal. ja. Genau. Das Ding ist auch, im Tor, in diesen Mooren, im Torf, da ist auch Methan eingeschlossen und wenn man sieht sozusagen den Abbau, also der Abbau von Torf, es sieht auch schrecklich aus. Also das wird so da richtig mit Baggern weggeschoben, abgeschaufelt und da wird Methan freigesetzt, es zerstört das Ökosystem. Und wie du schon sagtest, in den Baumärkten, es gibt meistens nur eine Sorte, die überhaupt torffrei ist. Das steht dann meistens auch noch hinten irgendwo versteckt drin, sozusagen in der Beschreibung. Und das wird gar nicht so publik immer fett draufgeschrieben. Jetzt vom NABU, das ist glaube ich so eine spezielle Erde. Ich weiß gar nicht, welcher Anbieter das war. Ich auch Aber nicht. wenn Ich ich kann ehrlich, draußen gucken, aber wir wollen ja ja, keine spezifische Werbung machen. nee, Außer für den Nabu. außer für NABU. Aber letztendlich, also man findet die Erde kaum. Also jetzt zum Ja. Beispiel in einem Baumarkt, wo ich öfters mal reingehe, da gibt es eine Sorte und die ist von irgendwie, da steht nicht NABU drauf und da muss man schon gucken. Gut, aber da kommen wir später noch drauf. Erde ist ja die eine Sache. Dann gibt es ja noch so ein bisschen, was ist, wenn die Pflanzen da sind, gewachsen sind in der Erde. Dann gibt es ja verschiedene Dünger und das ist auch nicht so super, ne? Ja. Voll journalistisch. Die Antwort schon in die Frage eingebaut. Was kann er da sagen? Nee, nicht super. Also wie ist das denn mit dem Dünger, lieber Benny? Wir hatten es ja vorhin schon so mal, es gibt halt diesen mineralischen Ja. Dünger, das sind dann meistens so Pakete, die man dann so in Granularform dann auch sozusagen unterarbeiten kann. An sich ist es nicht, es ist trotzdem der Nährstoff, der da drin ist, aber wie schon gesagt, es ist ein endlicher Zu endlich, Rohstoff, der irgendwann mal zu Ende geht. Zum Beispiel auch, da sind Salze drin. Also ein Dünger, es sind alles Salze im Prinzip. Und wenn man zu viel Dünger zum Beispiel einsetzt, dann versalzen auch die Böden. Das ist auch ein großes Problem insgesamt in der konventionellen Landwirtschaft. Nach, weiß ich nicht, also man sagt immer so, nach jetzt vielleicht in 50 Jahren oder so sind die ganzen Böden so ausgelaugt, so versalzen, dass sie eigentlich gar nicht mehr nutzbar sind. Und das ist auch problematisch. Klingt sehr, sehr, sehr Ja, problematisch. also jetzt im eigenen Garten ist das vielleicht nicht so, es ist trotzdem schlimm, Ja, aber es ist ein generelles Problem. Also, total. Ja gut, konventionelle Landwirtschaft, da können wir, glaube ich, jetzt auch noch mal eine Stunde drüber reden, was da alles schiefläuft. Das oh machen ja. wir bei Elvi, ich weiß es noch nicht, aber wenn noch mal zu dem Saatgut zurückzukommen, oder wolltest du noch was sagen? Ach so, Lösungen haben wir ja nachher dann. Lösung haben wir nachher, Okay, Benni. Da ich musst du dich jetzt wollte. dran halten. Ich habe hier eine Struktur. Ja, sorry. Ja. Ich halte mich dran. Und Versprochen. du hattest mir ja auch mal erzählt, dass es Hybrid-Saatgut, Saatgut. Saatgut. Saatguti gibt, die ein Jahr später nicht mehr wiederkommen, oder? Also das ist so das Halbwissen, was ich mir dann abgespeichert habe. Aber magst du noch mehr über Hybrid-Saatgut erzählen? Ja, gerne sogar. Also Hybrid-Saatgut kommt wieder. Ach Also so. man kann es auch, man könnte Ups. es rein theoretisch wiederverwenden. Aber das Problem ist halt, das ist im Prinzip eine Kreuzung. Und sozusagen die Hersteller von Hybrid-Saatgut garantieren halt, dass das Saatgut, was man kauft, also Hybrid-Saatgut, hat halt sehr gute Eigenschaften. Also die wachsen schön, die sind vielleicht resistent gegen irgendwelche Krankheiten. Das Problem ist, wenn man sozusagen das Saatgut von diesem Hybrid-Saatgut erntet und dann wieder einpflanzt, dann weiß man nicht wirklich, welche Eigenschaften rauskommen. Also es ist so, manchmal setzt sich das durch, manchmal das. Und ja, also da können dann zum Beispiel auch so verkümmerte Pflanzen rauskommen. Also im Prinzip, jemand, der auf Ertrag aus ist oder der was ernten möchte, der sollte nicht Hybrid-Saatgut einsetzen, sondern eher samenfestes Saatgut. Also man unterscheidet zwischen Saatgut, was man immer wieder neu anpflanzen kann, also wo man das Saatgut ernten kann, und halt dem Saatgut, was halt sozusagen verändert worden ist, also durch natürliche Damit Kreuzung. es schöner ist, aber es ist vielleicht nicht ertragreicher Ja, sozusagen. und Okay. das Ding ist, es gibt immer beim Saatgut auch, es gibt sozusagen eine Zentrale auch in Deutschland, wo man das registrieren muss. Teilweise die alten Sorten, die sozusagen mittlerweile im Supermarkt gibt es ja nur noch, weiß ich nicht, drei Tomatensorten oder es ist auf jeden Fall die Vielfalt an Sorten ist in den Supermärkten oder in unserer täglichen Ernährung so zurückgegangen.
Und das Problem ist auch, dass diese alten Sorten zum Beispiel gar keine Zulassung haben bei diesem Sorten, also Amt. Bundessortenamt heißt es, glaube ich. Bundessortenamt. Naja. Weiß ich nicht, es gibt. Also das ist aber interessant, was du mit den Sorten auch sagst. Ich bin ja immer bei den Marktschwärmern. Auch hier in Spandau gibt es ja eine Fraktion Marktschwärmer. Oder ja. Und da war auch einer, der Kartoffeln anbaut. Der ist mir der Name leider entfallen. Und der hat mir da irgendwie so fünf verschiedene Kartoffeln hingehalten. Ich habe echt geguckt wie ein Schwein ins Uhrwerk und dachte mir, warum sind die denn lila und warum sehen die denn so aus? Und das war so irre und die haben so krass gut geschmeckt. Um einfach zu merken, man kennt einfach nur die dicke weiße Kartoffel. Aber dass es so viel interessante Sorten gibt, die einfach total untergegangen sind, das ist echt schockierend, wenn man mal darüber nachdenkt. Und das Gewi Garten, man kann die alten Sorten sozusagen in seinen eigenen Garten anbauen und hat dadurch sozusagen so eine Datenbank. Also das kann man ja dann auch, wenn jeder das macht, hat man diese Vielfalt trotzdem noch in diesen kleinen Ja, Gärten. total. Also es gibt, glaube ich, irgendwo oben, was ist das, Ostfriesland oder so, gibt es echt Leute, die haben irgendwie ihren Grünkohl seit Generationen irgendwie immer den gleichen. Und das ist einfach ein Grünkohl, der anscheinend auch gut schmeckt und so. Und der bewahrt halt sozusagen diesen Grünkohl und züchtet den immer wieder nach, also erntet das Saatgut und behält sozusagen diese Sorte am Leben. Und Ja, spannend. deswegen ist Gärtnern auch gut. Thema Boden, du hast gesagt, es gibt das Problem mit Versalzen, ne? Wenn man zu viel düngt, dass die Böden versalzen können. Aber es gibt ja wohl auch andere Probleme, dass auch in der Stadt nicht mehr jeder Boden geeignet ist. Jetzt habe ich dir wieder die Antwort in die Auf die Frage gelegt. in den Mund gelegt, ja. Wie ist es denn mit Böden? In der Stadt kann man jeden Boden benutzen. Ja. Also beim Urban Gardening sollte man schon ein bisschen aufpassen, weil jetzt zum Beispiel jetzt in der Stadt, also ich wohne im Moabit, das war früher Industriegebiet, wurden wahrscheinlich ganz viele schlimme Sachen gemacht, so einfach mal so den ganzen Dreck sozusagen vor die Haustür gekehrt. Da hat man sich damals nicht so drum geschert. Und deswegen ist es schon so, dass viele Böden auch in der Stadt sozusagen verseucht sind. Das klingt jetzt ganz schlimm, es ist auch teilweise Es ist auch, schlimm. es klingt schlimm und es ist übrigens auch schlimm. Es klingt schlimm und es ist auch schlimm. Also sollte man dann schon, wenn man jetzt sagt, man will irgendwie Gemüse irgendwie mitten in der Stadt anbauen, auf jetzt vielleicht diesen Grünstreifen. Also ich mache ja auch Guerilla Gardening und da ist auch immer wieder das Thema so, oh, man pflanzt dann überall Tomaten an und man pflückt die Tomaten von dem Gehweg sozusagen. Da sollte man schon ein bisschen aufpassen und wenn man dann sozusagen die Tomaten in diese Erde pflanzt, die halt mit zum Beispiel Schwermetallen kontaminiert ist, dann sollte man die nicht unbedingt essen. Nee, das klingt ganz so. Okay. Genau, also ihr habt es ja schon mitbekommen, kein Torf, also versucht Erde ohne Torf zu kaufen. Ich weiß, bei Baumärkten gibt es mindestens eine oder hoffentlich bei größeren Baumarktketten, wir wollen jetzt keinen Namen nennen, gibt es ein Angebot, eine Marke und ich weiß, in der Bio-Company oder Bioläden allgemein sind die Erden eigentlich fast auch immer ohne Torf, ne? Genau. Und wenn ihr das nicht sofort seht oder so, fragt nach, weil sobald die Nachfrage da ist, werden die Das Baumärkte dann stimmt. irgendwann sagen, oh, jetzt fragen nur noch Leute nach torffreier Erde Ja. und irgendwann wird es nur noch torffreie Erde geben und das wollen wir ja erreichen. Genau, also geht jeden Tag in den Baumarkt eurer Wahl und fragt nach. Wir Verbraucher haben die Macht. Genau. Dann Dünger. Was kann man machen? Keine mineralischen Dünger. Kaffeesatz wurde angesprochen. Das ist eine Art zu düngen, ne? Ja, man kann auch Kaffeesatz nutzen. Beim Kaffeesatz aber sehr wichtig. Man kann ihn nutzen, zum Beispiel auch bei Zimmerpflanzen, ein bisschen mit drauf machen. Oh, aber ich weiß. Ich habe Was es gerade denn? Was nur denn? alle halbe Jahre, ne? Es ist nicht so ein Dünger, den du irgendwie jeden Tag überschütten kannst, Ja, ne? ja, ja. Also, Wahnsinn, muss ich das wissen. Nee, beim Kaffeesatz ist es so, dass der schon leicht sauer auch ist. Und viele Pflanzen vertragen auch keinen sauren Ja. Boden. Oh, da muss man wieder recherchieren. Da steige ich ja immer aus, zu gucken, okay, ich will halt eine Lösung für alles und dann muss ich halt gucken, welche Pflanze verträgt Kaffeesatz und welche nicht. Aber verstehe schon, es gibt ja halt nicht die One-Fits-All-Lösung Nee, immer, ne? überhaupt nicht. Und beim Kaffeesatz vorher, also am besten den irgendwie aus der Espressomaschine, der ist dann auch sozusagen steril, also auch keine, wie sagt man da, keine Pilze. Obwohl Kaffeesatz, wenn der noch feucht ist, der schimmelt. Der Genau, schimmelt einen erstmal sofort trocknen weg. auf einem Teller, den Kaffeesatz trocknen,
Und dann gibt es jetzt so auch, ehrlich gesagt, wenn mein Kaffeesatz, ich habe den eine Zeit lang aufgehoben, aber dann immer nicht die Zeit genommen, die Rezepte umzusetzen. Mit Kaffeesatz kann man zum Beispiel auch Peeling machen und Haarwäsche, also ganz verrückte Sachen. Das ist aber nicht unser Thema. Seedbombs. Habe ich auch schon mal gemacht. Ach so, genau. Dann, ganz wichtig, Blumen. Also überhaupt Pflanzen. Also es gibt ja diese sehr, sehr bekannten spießigen Balkone, Balkonie. Oh Gott, heute habe ich kein Pluralproblem. Balkonien. sind immer so die gleiche Blumenart, so weiß ich nicht, Veilchen, ich kenne mich mit Blumen nicht so gut aus. Mhm. Also so eine Blumenart und das war's. Aber selbst in der Wahl eurer Pflanzen könnt ihr sehr, sehr viel bestimmen, was ihr der Natur anbietet und zurückgibt. Ne? Ja, es ist erstmal so, dass in der Stadt zum Beispiel die Vielfalt an Blumen oder insgesamt die Biodiversität schon recht hoch ist. Also man denkt immer so, oh, auf dem Land, da blüht alles und so, aber es ist ein Trugschluss. Also es sind oft Monokulturen, die dann nach zwei, drei Monaten abgeblüht sind und dann ist da eine Wüste. Das ist auch problematisch für die Bienen. Ich habe auch letztens einen Imkerkurs gemacht. Bei Mellifera, also wesensgemäße Bienenhaltung. Und da ist es echt so, dass die sozusagen in Brandenburg, wenn da der Raps blüht und danach ist halt... Verhungern die Bienen. Ja, da ist nichts los. Also gerade am Beispiel der Bienen. Oh, Entschuldigung, darf ich kurz? Ja, auf jeden Fall. Ich wollte auf die Blumen wieder zurück, weil ich bin abgeschweift. Ja, aber Bienen ist ja auch wirklich ein emotionales Thema gerade. Ich hatte nämlich auch neulich auch einen Artikel bei Perspective Daily gelesen, dass es inzwischen so ist, dass die Bienen in der Stadt... es mehr Bienen in der Stadt gibt als auf dem Land, weil die konventionelle Landwirtschaft die Bienen verhungern lässt, einfach durch die Monokulturen, wie Benny sagt, und die Vielfalt in der Stadt höher ist und die Bienen hier mehr zu essen haben. Das ist natürlich jetzt langfristig nicht die Lösung, aber trotzdem sollte man den Bienen weiter Lebensraum bieten, da wo man kann, und deswegen in der Stadt Blumen einpflanzen, die Bienen zu essen geben. Ja, bitte. Auf jeden Fall. Und? Ja? Jetzt muss ich schon wieder was Negatives sagen. Okay. Bei den Blumen auch ein bisschen, also ganz oft ist es so, dass die Blumen aus dem Baumarkt zum Beispiel auch mit Pestiziden behandelt worden sind. Richtig. Dass die halt schön wachsen, dass sie schön aussehen und so. Also zum Beispiel der Lavendel irgendwie für 3 Euro bei Lidl und so. Oh, jetzt habe ich schon wieder eine Firma erwähnt. Naja, ist egal. Aber es war ja negativ erwähnt. Ja. Oder? Naja, ist egal. Auf jeden Fall, diese Pflanzen sind auch oft sozusagen mit Pestiziden behandelt worden. Und wenn man die dann auch pflanzt, dann ist es schon wieder so, dass wenn dann die Biene zum Beispiel raufgeht, dass sie automatisch, die fällt nicht sofort um, aber sie kriegt auf jeden Fall auch diesen Cocktail, diesen Pestizid-Cocktail mit. Und das ist jetzt, um wieder lösungsorientiert zu argumentieren, ist es das Beste, ihr kauft euch ein Packen Erde, schöne Blumenkästen, am besten aus Ton vielleicht. Ja, aus Ton oder es gibt auch welche aus Pappe. Genau, und die bepflanzt ihr mit Saatgut, was kein Hybrid-Saatgut ist. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen komplizierter, aber es ist einfach schön, die eigenen Pflanzen wachsen zu sehen. Und vor allen Dingen wisst ihr, dass die Blumen nicht eingehen. Weil was ich auch oft, oder meine Erfahrung war, man kauft sich Blumen im Baumarkt und dann gehen die halt irgendwie ein, weil sie die Sonne nicht so toll fanden oder die Verhältnisse auf dem Balkon nicht cool fanden. Und jetzt habe ich nur Saatgut eingepflanzt und habe die teilweise auch vorgezogen und die sind alle in die Höhe geschossen, und weil sie einfach die Verhältnisse, in denen sie groß werden, kennen und sich darauf einstellen können. Ja, ja. So erkläre ich mir das jedenfalls. Hast du perfekt erklärt. Also wir wollten jetzt nicht direkt Werbung machen, weil wir werden wirklich nicht dafür bezahlt, aber Bingenheimer Saatgut ist trotzdem die erste Adresse, die wir jetzt zum Beispiel anpeilen würden, was Bio-Saatgut angeht. Also man kriegt Bingenheimer, kriegt man in auch vielen Bio-Läden, in der Bio-Kampagne gibt es die zum Beispiel regelmäßig. Und es sind die mittelständisch, ich weiß es gar nicht, aber auf jeden Fall, sie produzieren, also auch meistens ist es auch Demeter zertifiziert, nochmal deutlich besser als jetzt das Bio-Siegel. Ja. Und es gibt aber inzwischen auch Tauschsaatgutmärkte, Tauschbörsen für Saatgut. Genau. Ja, Leute, nutzt das auf jeden Fall. Es ist Saatgut, was meistens sozusagen kostenfrei getauscht wird. Teilweise, man kann sogar hingehen und wenn man sagt, oh, ich bin jetzt Neueinsteiger und habe gar kein Saatgut,
dann geben meistens auch die Leute einfach sowas ab. Ja, dabei genau, untereinander sind wir stark und bieten ein Gegengewicht gegen die großen Firmen. Klingt vielleicht erstmal lächerlich, aber fürs Erste ist das genau das, was passieren muss, um sich erstmal auszutauschen und das Geld nicht den großen Firmen hinterherzuschmeißen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Genau, kein Hybrid-Saatgut. Ach so, beim Saatgut noch, wir wollten ja ein bisschen Diversität schaffen. Genau. Gibt es noch zum Beispiel Dreschflegel, gibt es noch, die machen auch also samenfestes Saatgut. Und ja, wie gesagt, also einfach auch privat untereinander tauschen, gucken. Saatgut auch ernten, also warum jedes Jahr neu kaufen. Wie erntet man Saatgut? Ja, also man kann dann schon, also bei der Ringelblume, das sind so diese typischen gekrümmten Körner, die kann man dann einfach, wenn die verblüht sind, dann trocknen die erstmal auch an der Pflanze, dann kann man die einfach rauspulen. Okay. Ja, aber eher vielleicht auch ein bisschen wie beim, also Kürbis ist das Erste, was mir einfällt, die Kerne nicht wegzuschmeißen, sondern entweder als Snacks zu rösten, was ich immer machen wollte und auch nie gemacht habe, aber geht, und die auch wieder einzupflanzen. Obwohl meine Kürbisse auf dem Balkon nicht gedeiht sind, aber das war wohl zu erwarten, dass sie den Balkonkasten etwas beengend fanden. Ja, wahrscheinlich. Also genau, folgt Benjamin auf jeden Fall und Seed Bomb City vor allen Dingen für mehr Tipps und Tricks. Rund ums Thema Urban Gardening vor allen Dingen auch. Und Green Gardening, genau. Facebook, Instagram, Twitter, Webseite www.seedbomb.city. Ja, genau. So.